Boah, ich hab Angst. Digga! Er teleportiert sich einfach zu mir. Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Hero. Und zwar wollte ich heute mal eine Folge machen, wo ich einfach mal durch die Wälder reise, ganz, ganz weit weg. Und ich werde mir erstmal Magic Mirror machen, wo ich den ich auf meine Stadt fokussiere, also auf Stadt Blau, dass der da dann mich immer hin teleportiert. Und dann werde ich einfach mal richtig weit reisen mit Choki und versuchen, irgendwie an ganz viele Lexikalsachen ranzukommen, damit ich mir dementsprechend irgendwann dann Dings machen kann. Und wer jetzt auf dem Server? Oh, Stadt Pink. Ich werde mir jetzt erstmal Magic Mirror machen und ich habe irgendwie Angst, dass diese blöden Pizzas aus Stadt Pink irgendwie zu mir kommen. Magic Mirror. Enderperlen. Ach, Enderperlen, ne? Ich habe, glaube ich, nur Enderaugen. Ich habe irgendwie Angst, dass Stadt Pink zu mir kommt und dass sie mich dann boxen. Enderaugen, Enderperlen. Ich habe irgendwie echt Angst, dass die kommen. Ich weiß nicht warum. Kann ich die Sache nicht irgendwie in meinen geilen Rucksack erstmal packen? Ich packe da erstmal alles hier rein, was ich hier irgendwie habe. Was in irgendeiner Form wertvoll sein könnte. So. Perlen. Warte, vielleicht kann ich mir sogar mehr als einen machen. Gold. Eins. Achso, ich bin gerade in meinem Rucksack drin gewesen. Nein. 7. Ach, nur 7. Und Diamanten. Da. Da kann ich mir doch nur einen machen. So. Ach, ich habe daher noch Goldblöcke. Ah, stimmt. Ah, komm, ist jetzt auch egal. Ich mache mir jetzt erstmal hier so ein Magic Mirror. So, damit, wenn ich dann ganz weit weg bin, dass ich dann immer wieder mich hier hin teleportieren kann. Weil der funktioniert nämlich, Moment. Ne, jetzt ist der so, der muss, glaube ich, grau sein. Also über dem Himmel, ja genau, da darf nichts sein. Und zwar kann ich mich so zurück teleportieren in die Stadt. Ich mache das jetzt einfach mal, wo wird denn definitiv nichts mehr hingebaut? Hier wird definitiv nichts mehr drüber gebaut. Hat er sich jetzt verdingst? Hä, wieso kann ich den hier nicht... Digga, ich möchte ihn hier drauf aktivieren. Habe ich den darauf jetzt aktiviert? Also ich glaube, ich habe den da dort drauf aktiviert, aber ich muss den in einem Backpack mit rum befördern. Das hat man mir nämlich auch beschrieben. Die Punkt H, Punkt, der ist jetzt im Backpack. Gesichtsfelsen. Ach, guck mal, schön, hier wurde ein bisschen was gebaut. So, der ist jetzt da. Und dann nehme ich den jetzt da raus. Hä, wieso funktioniert das nicht? Oder muss das irgendwie unter der Erde machen? Muss den unter der Erde einsetzen? Hä, ich weiß nicht. Ich dachte eigentlich, ich wüsste jetzt, wie das funktioniert. Ah. Hä? Und was ist, wenn ich jetzt hier bin und den einsetzen möchte? Hä, hier geht's nicht? Oder muss ich die ganze Zeit irgendwo sein? Warte, was ist, wenn ich jetzt da hinten runter bin? So, Magic Mirror Lärm mit Luca. Für einen Moment. Hier geht's auch nicht. Was ist denn das, Mann? Oder bin ich einfach zu blöd gerade? Hier geht's wieder. Und jetzt komme ich hier raus? Hä, Digga. Wie wende ich den denn an? Hallo. Hä, wie wende ich den denn an? Wie mache ich den denn, dass der hier irgendwie dann wieder so weiß Bescheid, ne? Mache ich hier so und was passiert jetzt? Jetzt bin ich ja wieder aus dem Haus draußen. Ja. Und wie aktiviere ich den erstmal? Muss ich den die ganze Zeit... das läuft wieder immer. muss ich den die ganze Zeit in einem Backpack drin haben? Vielleicht kann ich ja auch mal einfach... Habe ich nicht hier noch irgendwo... Ein Backpack, Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack. Da. Ist da was drin? Nee. So. Was habe ich den da drin? Jetzt checke ich mir den da raus.
Jetzt funktioniert das nicht mehr. Muss ich ihn verzaubern oder bin ich einfach nur Kacke? Ne, verzaubern kann ich ihn auch nicht. Guck mal, wenn ich hier drüber bin, ne, dann ist der so. Dann kann ich mich aus dem Haus irgendwie raus teleportieren. Aber so richtig auf eine Stadt anwenden kann ich den nicht. Ich kann ihn zwar umbenennen auf jetzt irgendwie statt blau. Jetzt steht er statt blau. Weil wie ich den jetzt auf statt blau anwende, weiß ich nicht. Ja gut, soll uns jetzt auch erstmal eigentlich egal sein. Schreibt mir einfach mal, wie ich den verwende. Das ist jetzt schon ein bisschen kacke irgendwie. Oha, hier wurde irgendwas abgerissen. Das Späßchen Dorf, hier wurde wirklich irgendwas abgerissen. Wo ist Choki? Ach, der ist ja bei mir im Haus, oder? Hä, warum ist der eigentlich bei mir im Haus? Der soll da oben drauf bleiben. Eigentlich sollte es auch eine Folge werden, wo ich mir einfach nur so, ne? Ach, du bist ja wieder halb tot hier, ne? Wo ich einfach nur unterwegs bin und versuche, Hexikal-Essenzen zu bekommen. Aber nein. Ich sterbe wieder fast. Ich brauche Güsal. Komm ich mal mit jetzt hier. So. Nein, nicht Lavalli-Güsal. Normales Güsal. Okay, er mag mich wieder. So, und jetzt suchen wir einfach Hexikal-Essenzen. Und wir gehen jetzt nämlich... ich nehme ja zwei Folgen so auf, indem wir einfach Hexikal-Sachen suchen. Und was ich nämlich auch noch sagen wollte, ich habe vorhin wieder eine Folge aufgenommen, mein Fraps hat wieder rumgespackt. Ich bin jetzt umgestiegen auf Dextori. Die Qualität müsste die gleiche sein. Och man, der stirbt immer. Hätte ich mal Güsal mitgenommen. Ich bin zu doof für diese Welt. hier waren wir eigentlich schon richtig oft. Ich hätte mir auch einfach mal die Koordinaten in den Chat schreiben sollen. Haben die eigentlich geantwortet? Die haben nicht mal geantwortet. Binate Mongoso statt Pink Gay. Nein, da Koordinaten kriege ich schon irgendwie hin. Hoffe ich. wollte ich denn vorhin noch sagen? Alter, ich sehe es schon kommen, ne? Wir sterben gleich einfach wieder, ich und Choki hier. Guck mal, wir kommen hier jetzt. Ich brauche einfach mal ein goldenes. Also ich nehme bald mit Zombie auf und dann gibt er mir dann ein goldenes und dann ist es auf jeden Fall schon viel, viel chilliger. Mit Fliegen und Stuff und so. Vor allem Wälder mit diesem Ding, ne? Lange Entfernungen so über Land sind ja mega chillig, aber Wälder, boah. Das ist echt scheiße. Platsch. So, jetzt mal Ausschau halten. Sind hier irgendwo Hexikal-Sachen? Ich weiß nicht mal, wie viel ich brauche. Ich glaube, ich brauche locker 10? 12? Ich glaube sogar 14. Ne, hier hinten war ich ja überall schon. Hier hinten sind ja überall Türme, die Kev schon erforscht hat. Nur Kev meinte, dass er halt wirklich selten nach Hexikal-Essenzen Ausschau gehalten hat. Ich kann auch mal zwischendurch ja eigentlich... Ja, kann ich ja mal eben machen. Ah! Der blöde Pisser da. Ist das dein Ernst? Den hätte ich eigentlich auch nochmal reparieren können. Blöden. Ach nee, man kann Zauberstäbe ja nicht reparieren. Digga, was wollt ihr alle von mir? Hey, ich klatsche euch doch alle weg hier. Ihr Behinderten. Digga, ein bisschen Angst jetzt. Okay, das war vielleicht ein bisschen eng. So, ich fresse mal ein paar Potatoes. Alter, das war echt ein bisschen... Bin ich verzaubert? Also ich habe doch eigentlich Stärke und sowas alles. Aber wieso haben die mich denn so leicht geklatscht so schnell? Hä, das verstehe ich gerade echt nicht. Wieso haben die mich denn so schnell geklatscht? Das ist echt verwunderlich. Aber wahrscheinlich, weil ich meine Rüstung einfach nahezu kein bisschen verzaubert habe. Ich habe da ja fast nichts drauf. Hätte ich irgendwie eine Thief-Rüstung? Okay, eine Thief-Rüstung ist jetzt auch nicht so viel besser, aber auf jeden Fall besser, wenn man das mal so auf die... Ja, ach, das ist auch eine Elektrik-Essenz. Auf jeden Fall besser, was so Schnelligkeit angeht und so, wenn ich da mal weglenne. Digga, warum wäre ich denn jetzt von allen geboxt? Ich muss mich auch mal richtig heftig an Pfeilen bedienen bei Kev. Weil der Legia-Bogen, der ist echt so eine heftige Waffe, ne? Und der hat auch noch Unbreaking ganze Scheiße drauf. Was willst du denn jetzt, du Pisser da? Hä? Bin vergiftet? Wieso bin ich vergiftet? Ah, ich muss nur mein Sword in der Hand nehmen, dann bin ich nicht mehr vergiftet. Danke übrigens an den ganzen Tipps, die mir da immer gesendet werden. Und schreibt mir diesmal wieder alle in die Kommentare, wie ich den Dings verwende, ne? Den Magic Mirror. Und, was auch sehr wichtig ist,
Schreibt mir mal für die nächste Folge jetzt schon Themen in die Kommentare, weil die nächste Folge soll ja dann auch wieder so eine Folge werden, wo ich dann so ein bisschen nach Sachen hier suche. Ne? Was habe ich jetzt eigentlich alles? 2 Electric Essences. Von wo, Digga? Von wo? Von da oben. Denkst du, du kriegst mich hier? Batz aus dem Flug. Butz, Digga. Butz. Gib mir deine Sachen. Na komm, egal. So, jetzt abrein in die Festung. Eigentlich will ich da gar nicht rein. Ich gehe ja immer in der Hoffnung da rein, dass da... Ich habe ja nicht mal Fackeln. Digga, ich habe nicht mal Fackeln. Ich bin vorbereitet wie so ein Stück Scheiße. Ja, okay, ich werde mich bald besser vorbereiten. Okay, ist gut. Ach, jetzt kommen wir schon wieder hier die nächsten raus, ne? Ja, ihr seid auch geil. So habe ich es gern. Hauptsache richtig viel. Ja, komm, dann machen wir in dieser Folge jetzt nicht so eine Hexikalsuch-Folge. Dann wird das jetzt einfach eine Folge, wo wir so richtig die ganzen Leute immer bashen, ne? Damit wir dir mal zeigen, wer ist der Barber hier zu Hause, ne? Irgendwann wird das dann auch mal so mit statt Rot ablaufen. Und statt Gelb. Die werden dann einfach auch so zermetzelt. Da kenne ich ja keine Gnade auf jeden Fall. Aber wir brauchen einfach wirklich Fackeln, ne? Ich fresse jetzt erstmal kurz was. Nicht, dass ich da hungrig reingehe, das ist natürlich nicht so gut. Dass ich auch einfach die Kartoffeln nie brate, ne? Ich lerne nichts dazu in meiner Minecraft-Erfahrung. Also schreibt mir ganz, ganz viele Themen in die Kommentare. Spammt ruhig so viel ihr wollt. Schreibt mir richtig viele Themen, damit, wenn ich dann nächstes Mal dann richtig losziehe, dass ich dann richtig viel habe, worüber ich reden kann. Alter, sind mir gerade mal viel zu viele. Da chill ich mich doch lieber hier hin und bummst jetzt nach und nach. Ach, der da hinten blockt, oder wie? Jo, der blockt ehrlich. Krasser Typ, Alter. Du bist trotzdem gleich tot. Tot. Du gleich auch. Gut. So, jetzt gibt mir noch... Och, Mann, no, hier kommen echt immer mehr, ne? Ich möchte doch nur eure ganzen verdammten Essenzen hier mal. So ein paar Electric Stuff wäre natürlich schon... Ach, ich hab schon 3. 3 habe ich schon. Und ich bin auch schon bei Level 30. Also in diesem komischen Türchen hier, ne? Hier kann man richtig geile Sachen an sich rauszwirbeln. Oha! Oha, wie viele da auf einmal sind. Oha! Tschüss! Die gönnen sich. Wie viele Pfeile habe ich? 11. Nur noch 11 Pfeile, Beste. Scheiße, Mann. Alter, vor dem hier habe ich echt ein bisschen Respekt, ne? Der hat so einen Walker Berserker. Der hat echt so eine heftige Sache da. Die haben alle so krasse Sachen hier am Start, ne? Bei denen läuft schon ein bisschen. Digga, hier sind so viele, ne? Da kriegt man echt richtig Angst. Komm, Crafter, du bist einer Pussy, du hast immer Angst. Ja, aber ich stelle mich ja zumindest den Kampf. Ich sag dann immer, ja, ich habe Angst, ich gehe ein bisschen zurück. Aber trotzdem stelle ich mich ja dem Kampf. Habe ich nicht eigentlich auch Infinity hier drauf? Ne, ich habe nur noch 2 Pfeile, ja, das ist gut. Aber man kann so geil EP farmen gehen hier. Ach, ich krieg die ganzen Essenzen gar nicht mehr mit? Doch. Doch, schaffe ich noch. Wow. Übrigens, in der Folge, wo mein Fraps wieder abgekratzt ist, habe ich so Sachen gemacht wie im Nether. Ein bisschen, ich habe eine Gasträne gesammelt. Ich dachte gerade, das wären Gasträne, aber es waren einfach nur Water Essenzen. Hä? Achso, die unterhalten sich. Hä? Jetzt schießen die auf mich, habe ich doch nichts getan. Mano. Mein Electric Stuff ist auch gleich kaputt. Ich gönne mir den jetzt noch einmal und fliege da oben aufs Dach. Obwohl, kann ich da ganz oben überhaupt rein? Oder ist da gar nichts Besonderes mehr? Ich gehe mal eben nach da ganz oben. Doch, hier ist noch was. Ach, das ist der... Oh. Digga, der steht einfach direkt neben mir, dieser. Boah, ich habe Angst. Digga! Er teleportiert sich einfach zu mir. Alter, der teleportiert sich einfach zu mir. Dieser scheiß King, Alter. Hätte ich ihn mal nicht angegriffen. Fuck, Mann. Fuck, scheiße. Wo ist mein Chocobo? Junge, Digga. Nee, ne? Nicht, dass der jetzt noch hinter mir ist. Oha. Oha, war der stark. Oha. Tschüss. Tschüss, Land. Oh, hatte ich gerade Angst um mein Leben, Alter. Ich bin seit irgendwie 30 Folgen nicht mehr gestorben oder so. Oha. Boah, hatte ich Angst. Oha.
Boah, ich hatte gerade echt zum ersten Mal seit richtig vielen Folgen so richtig Angst in meinem Leben. Wenn er jetzt nochmal kommt, ne, dann bin ich aber echt des Todes. Oha, letztes Mal ist da oben, war da keiner. Aber da war das auch schon gelootet, glaube ich. Aber mein Chocobo müsste ja eigentlich da unten sein. Ich muss jetzt auch wieder nach Hause. Ja, da unten ist das. Oha. Oha, wie stark der auch war. Ne, du, da muss ich mir auf jeden Fall nochmal meine Rüstung verzaubern, wenn ich den nochmal klatschen will. Aber da kriegt man ja dieses Walker Sword dann, womit man sich dann so Killer teleportieren kann. Du weißt. Das soll ja eigentlich ganz geil sein. Sonst, boah. Ich kann ja hier nochmal so ein bisschen langlaufen. Vielleicht, ach, da ist, guck mal, hier, das ist wieder dieser tolle Tempel hier. Vielleicht kann ich da ja noch ein bisschen was rausholen. Hier waren wir ja schon mal. Enderman. So, du wartest mal ganz kurz hier. Aber ich glaube, hier waren auch schon welche drin, oder? Und ich glaube, der Boss wird in diesem Tempel auch nochmal heftiger sein als in dem anderen. Nee, hier war auch, glaube ich, schon jemand. Ja, sonst wäre das hier nicht so verlassen. Ja, okay, dann checken wir jetzt ab. Zoki. So, wo lang denn? Wo geht's denn überhaupt hier nach Hause? Ich habe jetzt auch gar keine Hexikalessenz gefunden auf dieser blöden Reise hier. Wir sind auch gar nicht gereist eigentlich. Hab mir das eigentlich so vorgestellt, so wir reisen so richtig 20 Minuten durchgängig. Ups, darüber. Wir reisen jetzt so richtig lang hier. Und was ist? Wir treffen einfach blöde Tempel, blöde Burgen. Aber hey, wir haben Elektrik-Essenzen, ne? Die reichen jetzt locker wieder für 3 Stäbe. Ja, nee, das sind Life-Essenzen. Ah, doch. 3 Electric-Essenzen für 3 Flugzauberstäbe. D-Punkt, H-Punkt. Schneller fliegen, ja. Yeah. Richtig gut. Und dann, ich habe übrigens auch schon gedacht, dass ich einfach in diesen Wald hier mal ziehe. Und mein eigenes Ding mache. Weil ich will keinen Krieg mit nirgendwem. Ich bin ein friedlicher Mensch. Mein Choki hat nur noch 13 Leben. ich bin ein friedlicher Mensch. Ich möchte mit keinem hier irgendwie Krieg oder Beef haben. Und ich werde hier niedergemetzelt. Aus Gründen, die ich mir nicht erklären kann, wo bin ich? Und ja, ich suche halt eigentlich gar keinen Stress. Deswegen dachte ich, ich werde so ein Außenseiter. Ja, oh, da hinten ist unsere Stadt. Ich werde so ein Außenseiter, weil ich halt nicht so wirklich Bock darauf habe. Auf Stress mit anderen Leuten. Deswegen ist jetzt auch Broken Thumbs mit deine Mutter hier verbindet, statt Rot. Und nein, also ich werde mich auf keinen mit statt Rot verbinden. Das werde ich, glaube ich, nicht machen. Ich gehe jetzt mal hier rüber. So, Choki, du kriegst jetzt erstmal noch ein bisschen Güsal. Hab. Ich nehme mir auch einfach jetzt mal. Wir können ja auch mal einfach jetzt hier, ne? Choki, damit du jetzt mal immer hier so ein bisschen was zu. Ach, ich habe gar keinen Platz mehr. Brr. Ja, Dirt. Nehmen jetzt einfach mal ein bisschen Güsal hier mit. Da kommt auch immer noch so ein bisschen Glasgüsal, kam da gerade raus, oder? Die Seeds kann ich auch nicht aufnehmen. Ach, Netherrack, ne? Brudi, dich brauche ich doch nicht. So, setz dich wieder hin. Hey, Konkrafter, du hast Güsel kaputt gemacht, was noch gar nicht fertig war. Man kriegt trotzdem Seed raus und ich kann es trotzdem wieder anpflanzen. So. Die restlichen Kacke brauche ich nicht. So, wir haben jetzt erstmal 31 Güsel für dich, mein kleines Schätzelchen. Digga. Jetzt hier, was soll das? Was soll das? Wieso funktioniert das mit diesem blöden Mirror nicht? Was habe ich da falsch gemacht? Das funktioniert doch alles hier eigentlich, ne? Und wenn ich dann irgendwo in einem Haus bin, dann geht's wieder nicht. Ja, ich glaube, ich stelle Chuck jetzt echt mal. Wisst ihr, was wir jetzt noch eben machen können? Ja, komm, das schaffe ich jetzt noch eben schnell. Ich mache jetzt noch eben schnell einen Zaun hier. Habe ich hier nicht irgendwo? Da habe ich Zäune. Habe ich noch mehr Zäune irgendwo? Ne, habe ich nicht. Okay, gut. Dann mache ich jetzt nochmal ganz kurz eben einen Zaun für Choki. Choki, komm. Komm jetzt. So. Oh, nein. Das ist nicht gut. Komm da rüber. Da runter. Genau. Jetzt kommt hier einfach ganz kurz. Ach man, Behindi, verpiss dich mal. Behindi. So ganz kurz so ein kleiner Zaun hier hin. Ach nö. Das ist halt sich. Ja, Choki, dein Haus wird nochmal irgendwann fertig. Ja, soll es nur so ein bisschen hier so sein, dass so ein kleiner Stall hinkommt. Ich möchte jetzt auch nicht überziehen, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat.
so ein bisschen Fail-Folge und dann wieder irgendwie Gepunche und so, dann lasst einfach eine Bewertung da und spamt die Kommentare voll, was ich in der morgigen Folge, über was ich da quatschen soll, wenn ich dann unterwegs bin. Wo ist eigentlich der... Ach, das schuldet mir Kev noch, ne? Und meine Scale-Armor ist auch wieder richtig im Eimer nach diesen Kämpfen jetzt hier. Scheiße, ey. Blöde Kacke. Mann, egal. Ciao.